4 Punkte Führung für das Heimteam aus Friedrichshafen. Und mit ein bisschen Glück holt Düren den Sideout und den 13. Punkt. Fabian Kohl aus dem Schwarzwald kommt er, aus Villingen-Schwenningen, 21 Jahre jung. Verlässt das Feld. Das sieht man eher selten. Fehlaufschlag von Stefan Hübner. Und der war auch nicht mit voller Kraft geschlagen, sondern eher gezielt und taktisch. Aber hat er verzogen. War eine schöne Variante eigentlich. Wenn er auf die Linie kommt, wird es, glaube ich, nass. Einmal hat er ihn geholt hinten der Schoa-Chaussee, beim zweiten Mal auf dem falschen Fuß erwischt. Interessante Variante auch bei Friedrichshafen, dass der Mittelblocker hinten auf der 6 verteidigt. Ich glaube, da ist Schoa-Chaussee auch der Einzige in der Bundesliga, der das macht. Normalerweise steht der Mittelblocker hinten auf der 5. Wird dann meist einmal abgeschossen und geht dann vom Feld und macht Platz für die Libero. Hat er aber gut gemacht, hast du geholt da diesen langen Lob auf die 1. Antenne touchiert, der Angriff von Christoph Eichbaum, ziemlich weit nach außen gestellt von Krüger, deswegen der Fehler und wieder eine 4-Punkte-Führung für Friedrichshafen. Düren wechselt aus. Nikola Krach kriegt diesen Ball abgepfiffen, diese nicht optimal funktionierende Annahme. Olimann ist da kurz auf dem Feld gewesen für den Block in Düren und jetzt ist sein Zuspieler Merten Krüger wieder da. Also jetzt auch eine 5-Punkte-Führung und Sven Anton sieht sich veranlasst, die zweite Auszeit zu nehmen. Ja, es ist nicht viel, was den Dürenern fehlt hier in diesem ersten Satz. Aber jetzt so eine Phase, in der Friedrichshafen die Punkte sammelt und auch 5 Punkte wegziehen kann. Das ist dann doch halt der Unterschied. Ja, vor allen Dingen der Aufschlag. Jetzt mal sehen, was Tüchertek wieder macht. Sicher nach der Auszeit Gas raus, genau. Aber trotzdem guter Aufschlag, sehr guter sogar. Das ist der große Unterschied gerade. Sie machen einfach die Dürener Annahme kaputt und Düren kommt überhaupt nicht dazu, an ihren Spiel aufzuziehen gerade. Und 2014 ist schon eine richtige Hypothek gegen Friedrichshafen. Das wird schwer bis Ende des Satzes, das nochmal zu holen. In dieser Phase. Düren kommt überhaupt nicht zum eigenen Spielaufbau und sind die von Stefan erwähnten starken Aufschläge im Moment von Lukas Tichacek. Wechseln jetzt bei Düren. Es kommt Kamil Kasperczak, der Pole für Nikolai Kracht. Muss Joachim Mattner abpfeifen. Ja, die Annahme. Es ist ein schmaler Grat zwischen einer sehr guten Annahme und einer, die dann richtig schwer wird, sowohl für die Zuspieler als auch für den Rest des Teams. Die stand fast auf der Netzkante.
Der Ball noch mit extrem viel Rotation. Und dann kann ihn Mertenkrüger nicht mehr halten. Mit Ansagen auf die 4, muss man sagen. Ne? Das war ein bisschen absehbar. Und dann steht auch der Block von Friedrichshafen. Düren kommt nicht mehr zum Zug. Friedrichshafen 23, Düren 14. Vielleicht lassen sie den Satz jetzt auch weggehen. Ja, wenn es dann halt mal nicht läuft, dann läuft es auch vielleicht gar nicht mehr. Jetzt bist du für Düren. Die letzten zwei Annahmen eigentlich wirklich in Ordnung. Klar kann man da nicht alles spielen, aber man bringt einen anständigen Pass nach außen. Da müssen die Angreifer dann auch einfach ein bisschen mehr machen, als gerade aus dem Block hauen. Ja, Dünnes war der erste Angreifer, der angespielt wurde. Hat nicht funktioniert. Dann geht Mertenkrüger über die 2. Und der Block, der hat sich sowas gedacht. Und Ron Trommel und Markus Böhme machen zu. 10 Satzbälle für Friedrichshafen. Und da ist auch schon passiert. Christian Dünnes macht diesem Satz ein Ende. Ja, das sah lange Zeit ganz gut aus, was Düren gemacht hat. Sie haben mitgehalten und dann mussten sie abreißen lassen, weil Friedrichshafen einfach zu stark und zu konsequent im Aufschlag war. Keine Chance mehr für Düren selbst zum Aufbauspiel zu kommen. Ja, das sieht bei Friedrichshafen oft schon ein bisschen nach System aus, dass die anderen Mannschaften manchmal einfach den Eindruck einfach eine Weile mitspielen lassen und dann schalten sie den Gang hoch und bringt das Ding dann ganz sicher nach Hause. So was letzte Woche im Viertelfinale gegen die Rottenburger, die haben auch immer bis 16 Beine, 14 Beine gut mitgespielt und letztendlich dann doch jeden Satz deutlich mit 6 bis 8 Punkten Unterschied verloren. Mal gespannt, Düren sicherlich noch etwas höhere Qualität als die Rottenburger, wenn sie jetzt vor allen Dingen auch nach der Annahme das Feld zu spielen etwas besser hinkriegen, dann können sie jetzt was dagegen setzen. Wir sind gespannt auf den zweiten Satz. Marcel Meinert hat bis dahin einen Interviewgast. Bitte schön, Marcel. Ja, vielen Dank, Jens. Jochen Schöps ist bei mir. Mal gucken, ob wir bei dem Platzkonzert hier überhaupt unser eigenes Wort verstehen. Mal wieder in der eigenen Heimat. Dabei läuft die Liga in Russland, wo sie aktiv sind, ja noch. Was war los, dass sie so früh schon wieder zurück sind? Ja, wir sind leider ausgeschieden im Viertelfinale. Haben leider nicht so gut gespielt und hatten Vorteil, ich bin früher wieder nach Deutschland, kann Familienangehörige besuchen, Verwandte und Freunde hier in Friedrichshafen und natürlich auch dem Spiel jetzt zuschauen. Und ja, es ist natürlich ein schönes Gefühl, vor der Kulisse endlich mal wieder da zu sein. Ausgeschieden, nachdem man ja die Hauptrunde gewonnen hat, war sicherlich eine große Enttäuschung bei Ihrem Verein in Moskau, oder? Ja, natürlich war die Enttäuschung erstmal groß. Leider waren wir sehr überrascht, dass Krasnodar halt wirklich auch sehr gut spielen konnte und wahrscheinlich ihre drei besten Spiele die Saison über halt gegen uns gemacht hat und wir rausgeflogen sind, aber nur gut, so ist das Leben, so ist Sport und das heißt weiterdenken, Nationalmannschaft steht an und da gibt es auch hohe Ziele. Wenn man den Vergleich zieht zur Bundesliga, dann ist das, glaube ich, doch noch eine ganz andere Konstanz, die da in Russland vorherrscht, oder? Wie kann man das beschreiben? Ja, ich denke, in Deutschland ist es relativ schwierig, dass der Erste gegen den Achten verlieren könnte. In Russland kann es durchaus passieren. Die Teams sind in Russland alle ein bisschen dichter beisammen. Selbst jetzt ein, zwei Mannschaften, die um den Abstieg oder in der Abstiegsrunde spielen, sind auf hohem Level. Auch zwei Deutsche spielen da, Robert Kromm oder Björn André. Und ja, ist alles ein bisschen dichter als in Deutschland. Auf einem hohen Level, aber bisher auch Friedrichshafen, besonders was den Aufschlag angeht, oder? Auf jeden Fall, das macht gerade noch den Unterschied, die guten Aufschläge und die nicht so guten Annahmen bei Düren. Wie kann Düren hier nochmal ins Match reinkommen? Ist es nur die Stabilität in der Annahme? Ich denke, sie müssen die Annahme stabilisieren, dann relativ viel erstes Tempo spielen, dann ist da noch was drin. Vielen Dank, Jochen Schöps. Ich glaube, die wollen weitermachen. Danke. Ja, 2007 ist er weggegangen, der Jochen Schöps, nach dem Champions-League-Sieg hier in Friedrichshafen. Spielt bei Iskra Orinsovo, das wollen wir noch losgeworden sein in Russland, und hat, wie erwähnt, überraschend im Viertelfinale die Segel streichen müssen mit seinem Club. Zweiter Satz jetzt hier, Hafen gegen Düren. Und jetzt versuchen wir es mal
mit ein bisschen lockerem Volleyball. Ja. Dreimal rüber, nüber. Und da hat dann wohl Friedrichshafen beim dritten Mal echt nicht mehr mitgerechnet und lässt den Ball reinfallen. Schauen wir mal, ob das jetzt ein Symptom wird für diesen zweiten Satz. Ich kann es mir nicht vorstellen. Christoph Eichbaum versucht wieder mit einem harten Service, aber trifft leider nur das Netz. Genau so geht's. So muss ich Türen machen, aber so funktioniert Volleyball immer aus einer guten Annahme heraus. Schnell durch die Mitte funktioniert es dann doch meistens. Mal gespannt, ob sie es jetzt häufiger hinbekommen. Jaromir Zachig, da ist er beim Aufschlag jetzt. Der Mannheimer Jung, 26 Jahre alt. Stefan Hübner nicht dabei gewesen in diesem Block. Christian Dünnes alleine überfordert, beziehungsweise hat da Milos Vemic die Lücke diagonal gesehen und eiskalt ausgenutzt. Dass dieser Block mal im Aus gewesen sei, aber der Schiedsrichter zeigt sofort, der war gut und das ist auch direkt vor seinem Schiedsrichterstuhl passiert, deswegen sollte er es gesehen haben. Wir schauen noch mal hin, ja, die sieht schon so Spieler aus, ja. Verdecken den Ball, aber er sah ziemlich gut aus. Ja, wieder Ausgangsbasis, ein enorm starker Aufschlag, diesmal von Adrian Gontario. Jetzt kommt der Kurze, haben sie die Hürden und kracht mit ein bisschen Glück. Legt er José im Block an. Also das ist natürlich auch extrem abwechslungsreich, dass wirklich mehrere Spieler da wechseln können zwischen einem extrem kurzen Sprungaufschlag, der kurz reingespielt ist, und einem absoluten Brett. Also es ist sicherlich als Annahmespieler ganz, ganz schwer, da richtig zu reagieren. José durch die Mitte holt das Aufschlag gleich zurück. 4:3 die Führung für Friedrichshafen in diesem zweiten Satz. Am Aufschlag jetzt Milos Vemic. Nein, Christian Dünnes hat auch, glaube ich, nicht im Moment das richtige Selbstvertrauen. Steht nicht optimal zum Ball, weiß nicht genau, was er machen soll mit den Bällen. Hat eine relativ hohe Ausschussquote für seine Verhältnisse. Ja, er spielt normalerweise mit sehr, sehr wenig Federn. Heute waren es sicherlich jetzt schon genug für ein ganzes Spiel. Ja, schön gemacht von Kracht. Da haben sie ihn angreifen lassen, den Block weggelassen. Und dann ist es doch ein bisschen offen hinten, das Feld. Hat es sehr gut gemacht, aber Problem von Düren aus der nicht so guten Annahme wird es im Zuspiel oft nicht noch besser. Also die Feldzuspiele sowohl vom Zuspieler als auch von den anderen Spielern oft extrem weit weg. Und das macht es für die anderen einfach noch schwerer. Ja, wunderbar. Schöne Finger von Lukas Tikacek, der da seinem Mittelblocker, seinem Hauptangreifer João José den Ball wunderbar unter die Hand legt. Der braucht nur noch den Deckel drauf zu machen. Ja, und auch den haben sie von Christian Dünnes. Und das Kontra kommt von Gontario. Diagonal durchgesetzt. Der Linkshänder. Jetzt versuchen sie es mit dem Doppelwechsel. Zuspieler kommt für den Diagonalspieler umgekehrt, weil jetzt wieder drei Angreifer vorne hat.